Hallo Freunde von Will of Warships und herzlich willkommen zu einem erneuten Replay. Und da wir gestern die Tirpitz gesehen haben, was könnte besser sein, als einmal hier den großen Kurfürsten zu sehen. Das Kohle-Pendant zu Preußen jetzt. Ehemals Baumschiff Stufe 10, nun Premiumschiff oder eigentlich Spezialschiff. Da ist es jetzt hingerutscht. Große Vorteile gegenüber der Tirpitz, ja, sind vorhanden, wobei groß immer ein Auge des Ermessens liegt. Auf der anderen Seite auch größere Nachteile, darunter die schiere Größe dieses Schiffs und die dadurch entstehende Behäbigkeit, fehlende Manövrierbarkeit und auch große Aufdeckungsreichweite oder größere Aufdeckungsreichweite als für meinen Geschmack notwendig, um dieses Schiff sehr erfolgreich spielen zu können. So muss man aufpassen, um es erfolgreich spielen zu können und das je nach Skillung. Eingesendet hat uns das Replay Seas Sabrina, die meinte, dass das letzte Shima Replay ja eher gespalten angekommen ist. Und deshalb hier mal ein großer Kurfürst-Replay. Ich sag dazu nur, jedes Replay kommt gespalten an, weil jedes Replay ist eine Momentaufnahme. Ein Gefecht unter 100 oder ein Gefecht unter 300. Dementsprechend muss natürlich alles stimmen oder ein Großteil stimmen. Stellt euch vor, jemand würde jetzt ein Replay einsenden, wo er 50.000 machen würde im großen Kurfürst. Das würde in der Luft zerrissen werden. Stell dir vor, jemand würde ein Replay einsenden, wo er 80 oder 100.000 machen würde im großen Kurfürst. Auch das wird wahrscheinlich nicht so gut ankommen. Außer man macht den Titel mit viele Fehler führen zum Untergang oder so etwas. Oder ein Fehler führt zum Untergang. Und dementsprechend, das wäre aber dann die Momentaufnahme des Spiels. Denn irgendwoher müssen diese Durchschnittswerte bei den Schiffen ja kommen. Manche Leute machen 200.000 mit dem Schiff, manche Leute machen 20.000 mit dem Schiff. Und dann kommt am Ende 110.000 raus als Durchschnittsschaden. Wobei, der ist ja auch noch ein bisschen drüber, wenn wir wirklich den Serverdurchschnitt hier nehmen. Also, macht euch keine Gedanken darüber, wenn ein Replay von einigen Zusehern nicht sehr gut aufgenommen wird. Ausnutzen der Fehler des Gegnerteams. Und das sich in die Position zu bringen, um das machen zu können. Das ist das, was ein Replay ausmacht. Das ist das, was man hier mitnehmen sollte. Und jeder, der das nicht kann, nun denn, dann ist ein Replay wahrscheinlich nicht die richtige Art und Weise. Vor allem, wenn man nicht auf allen Seiten nur die krassesten Replays zusammensucht, die es gibt. Denn die sind auch teilweise oder eigentlich immer komplett. Also, outstanding im Sinne von so weit vom Durchschnitt des Spielerlebnisses entfernt, dass man manchmal fast nicht glauben kann, was man hier sieht. Dementsprechend, hier haben wir mal viele Replays von durchschnittlich bis überdurchschnittlichen Spielern, damit man auch ein kleines bisschen die Ausmaße des Spiels und das, was man von seiner eigenen Leistung, wenn man sich steigert, erwarten kann. Nun denn, eine sehr gewagte Position, obwohl auf dieser Karte mit dieser Verteilung des Gegnerteams eine durchaus akzeptable Möglichkeit, um den Gegner bei A ziemlich schnell rauszunehmen. Das hängt jetzt ein bisschen von der Mainz und von der Halland ab. Da wäre gut, wenn die Halland 10 Kilometer weiter Richtung Westen fahren würde, oder sagen wir Nordwest, so in diese Richtung. 10 Kilometer Abstand von der Des Moines, aber die Montana bespaßen. Das wäre ideal, also mit den Torpedos. Das macht sie jetzt eh hier, aber naja, wir werden noch sehen. Die Mitte ist komplett offen, das hat auch die Kitakase und die Petropavlovsk hier erkannt, wobei die Petropavlovsk rechts von der Insel ist und dementsprechend Feuer von der Seite fürchten muss. Vor allem, wenn unser Team mit Pommern und North Carolina hier die D-Flanke nicht halten kann, weil die Dyson und die Venezia zu weit draußen ist. Ihr müsst euch das immer so vorstellen. Es gibt in vielen Schiffen, in vielen Spielen Techniken, die quasi über allem stehen. Hier ist es eine ganz einfache Geschichte, nämlich Crossfire. Also, das ist jetzt das deutsche Wort. Das englische Wort, im deutschen Wort würde man jetzt sagen,
Feuer in die Seite oder 90 Grad Feuer. Damit ist immer das gegnerische Schiff oder heißt es Sperrfeuer? Warte mal, Crossfire. Also von zwei Seiten gleichzeitig beschießen. Ich glaube im X-Format, ich glaube im Kreuzfeuer. Oh mein Gott, Kreuzfeuer, ja, nicht Sperrfeuer. Ja, man kann es ja auch mal 1:1 übersetzen. Was für heute ist ja ganz schlimm. Da werden jetzt ein paar Stirne geklatscht worden sein, glaube ich. Naja, ne, Kreuzfeuer. Das ist das Allerwichtigste. Sobald man Kreuzfeuer aufbauen kann und dann noch das Feuer auf ein Schiff fokussiert, das gerade am besten dafür geeignet ist, dann gewinnt man eigentlich jedes Spiel. Und ja, diese Tirpitz hier, ne, die bräuchte jetzt tatsächlich nicht Breitseite zu zeigen, weil kein erfolgreiches Kreuzfeuer aufgebaut worden ist. Aber sie macht es trotzdem, weil sie die Notwendigkeit sieht, wegzukommen von der Halland von mir aus. Wobei, die macht nicht so viel Druck. Ne? Aber andere Schiffe, wie zum Beispiel hier Pommern und Izumo oder Napoli, auf der anderen Seite, wenn jetzt die Dyson und die Venezia die alte Position noch inne hätten, die schwierig zu halten ist, muss man auch sagen, die könnten sich das nicht aussuchen. Und genau das ist das Ziel von Kreuzfeuer. Ein Schiff oder ein Kapitän so in die Bredouille zu bringen, dass er entweder in der momentanen Situation keine Möglichkeit hat, gegen alle Feinde anzuwinkeln, oh, das war glücklich mit den 6 Kilometern, oder aber ihn zu zwingen, durch stark fokussierten Beschuss der Meinung zu sein, dass es besser wäre, abzudrehen, anstatt angewinkelt zu bleiben. Damit er sich so in eine Position bringt, die für uns von Vorteil ist und Kreuzfeuer oder eben Feuer in die Seite erlaubt. Dann sieht man, dezimiert man den Feind äußerst geschwind. Und die Montana, ja, die zeigt uns jetzt Breitseite, obwohl sie es nicht müsste. Ich weiß auch nicht, warum sie diesen Kurs hier gewählt hat. Ah, jetzt fährt sie aber nach vorne. Sie hat gerade geschossen. Das ist unser Vorteil und der Montana Nachteil. Wir haben hier allerdings ein Schiff, dessen Zitadelle immer wieder letztens, beim letzten Patch für die Montana, der ist jetzt auch einige Zeit her, über anderthalb Jahre, wo die Zitadelle bei Montana und bei Iowa gesenkt worden ist, sodass die Breitseite hier im Nahkampf relativ schwierig zu treffen ist. Nicht unmöglich, aber relativ schwierig. Ich habe gesehen, wir haben auch keine Zitadelle bekommen, aber extremen Schaden aufgrund unserer zitadellen Panzerung, ne, die abgeflachte Zitadelle, die im Englischen Turtleback genannt wird, die hat in die Kasematte geleitet, also die penetrierenden AP-Geschosse nach oben abgeleitet und dort sind sie dann detoniert. Und dort haben sie den Schaden gemacht. Das war jetzt fatal. Diese eine Aktion, hat sich das gelohnt? Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich würde mal fast sagen, nein. Das Gefecht allerdings bricht relativ schnell jetzt zusammen. Da geht es jetzt um den Schaden. Wenn wir es überleben und den Heal reinkriegen, das ist übrigens jetzt eine Sekundär-Napoli, ne? Man sieht den Unterschied im Hagel, 635, 330, das sind alle Sekundär-Artillerie-Geschosse, 474, die hier einprasseln im Sekundentakt. Nicht alle machen Schaden, natürlich. Aber viele. Viele machen zusätzlich Schaden. Zusätzlich zur Hauptartillerie. Und ich würde mal fast behaupten, dass die Überlebensfähigkeit einer Napoli nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn man auf Sekundärartillerie skillt, als wenn man es nicht tut. Also ich glaube, die beiden Varianten geben sich nicht so viel im Überlebensvorteil der Napoli. Die hat andere Goodies. Die Panzerung bleibt gleich, die ist gut. Gut genug. Ne? Und wir haben den Smoke, der bleibt. Der ist gut genug. Nun denn, wir haben es knapp überlebt. Dieser eine Vorstoß hier, um A zu räumen. Ja, das hat uns erlaubt, das jetzt einzunehmen und den Cap-Vorteil weiter auszubauen. Andererseits haben wir wirklich hart bezahlt dafür. So hart wie jetzt, ich hoffe mal, die Des Moines bezahlen wird. Oh, ja, da kommt wieder die... Oh ja, der war es. Das war super hier. Also super schlecht gespielt von der Des Moines. Hätte die Möglichkeit gehabt, hier nichts zu machen, einfach abzuwarten. Die Napoli geht irgendwann aus dem Smoke und dann ist hier genügend aufgedeckt, nämlich Pommern
und auch wir, um darauf feuern zu können. Also das, was jetzt auch hier passiert, das ist ein typischer Fahrfehler der Des Moines gewesen, der uns allen mal passiert, einfach 2 Sekunden zu spät auf den Knopf zu drücken, um abzubremsen oder in die andere Richtung weiter wieder zu fahren. Und dann rutscht man raus und ist offen und das war's. Nun denn, was soll man sagen, ne? Das hat man halt hin und wieder. Und jetzt kommt noch die letzte Salve und da haben wir den Kill. 210.000 in 11 Minuten. Ja, das war so in Summarum. Also ganz am Ende des Gefechts für uns als Fazit, muss man schon sagen, die Aktion mit der Montana, war es die am Ende wert? Wie viel Schaden haben wir hier rausgenommen? 20.000, 30.000? Und dafür haben wir schlussendlich so stark gelitten, dass wir die Des Moines nicht mehr erledigen konnten. Die Frage ist, unter anderem natürlich auch, hätten wir die Des Moines überhaupt erledigen können? Um das Team, die Sumo, die wird jetzt wahrscheinlich die wird gerade von 4 Schiffen zusammengeschossen, man sieht es ja, die wird es nicht mehr lange machen. Die Pommern gestrandet hier. Vielleicht trifft sie sogar Torpedos und das war's. Zusätzlich dazu, auch unsere Pommern hier ist auf dem Weg zur Des Moines auf der I-Linie. Die ist näher dran. Vielleicht hätte sie nach vorne gedrückt und hätten die Des Moines rausgenommen. Die Frage ist, wurde der Schaden maximiert in einem Gefecht? Oh ja, schau mal, die Torpedos haben tatsächlich die Pommern erledigt und die Zuma geht jetzt durch den Beschuss raus. Und hätte es uns den Schaden maximiert, wären wir nicht nach vorne gefahren? Ich glaube nicht. Hätte es uns mehr genützt, wären wir ein bisschen später nach vorne gefahren, als die Montana auf die ankommende Pommern fixiert ist? Höchstwahrscheinlich. Hätten wir dann denselben Schaden gemacht? Ja, das ist immer die Was-wäre-wenn-Frage. Alles in allem mit 210.000 und einem Sieg. Wir hatten zu dieser Zeit Punktevorsprung und Schiffsvorsprung. Kann man das durchaus mal machen. Beim nächsten Mal macht man es dann einfach besser, indem man spitzer um die Ecke fährt. Allerdings dann auch zum Problem kommt, nicht den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, um der Montana in die Breitseite schießen zu können. Bin gespannt, was ihr in den Kommentaren dazu sagt. Ne? Hauptsache ihr bleibt nett und sagt es in einem respektvollen Ton. Jeder macht Fehler. Ich mache sehr viele Fehler, wenn ihr das sehen möchtet. Gerne im Stream. Meistens, also eigentlich immer sonntags 15 Uhr, dienstags 19 Uhr, donnerstags 19 Uhr für World of Warships. Und an anderen Tagen andere Streams. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns gleich in den Endscreens. Also gut, dass ihr noch nicht abgeschaltet habt, obwohl es meine übliche Abmoderation war. Ich bin heute nicht ganz bei der Sache, wie es aussieht. 210.000 Schaden. Eine Teamverwertung auf Platz 1. Am besten performt von allen war generell in allen Belangen hier unterdurchschnittlich von diesen Mitspielern hier und auch hier die Tashkent und die Mogami. Gut, ist ein 8er. Ja, ist ein 9er, könnte man immer sagen. Die Shimakaze ist 10 und nicht viel besser. Und auch das hier ist nicht besonders gut. Da wurden viele Fehler gemacht und nicht alle konnten sie ausnutzen. Das muss man auch sehen. Ne? Etwas, was viele Zuschauer oder Spieler dann auch nicht sehen, ist, wenn man mit 2000 Punkten ganz oben steht und schon Fehler gemacht hat, dann ist es hier noch schlimmer gewesen. Wenn der Gegner viele Fehler macht und hier keine 1000 Basics rausgekommen sind, dann konnten die Spieler sich nicht gut, also beschissen positionieren. Richtig schlecht. Und hier diese Spieler konnten sich nicht annähernd so gut positionieren wie der erste Platz. Dementsprechend, ne? Perspektive, darauf kommt es an. Und hier sehen wir ja den großen Schaden auf die Montana, der tatsächlich nicht so viel wert ist. Auch auf die Tirpitz, die Napoli und die Des Moines ist besser und ein bisschen was auf die Tashkent. So ist das. Vorzugte Ziele, immer Schiffe mit niedrigen Trefferpunkte, Pool und Beginn an. Ich sage vielen lieben Dank, jetzt aber schlussendlich und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.